Ob man nun Bilder malt oder nicht, was anderes macht Ingenieur oder Doktor. Jeder hat eine Geschichte zu erzählen, mehr oder weniger. Und diese Geschichte ist sein Leben und den Einfluss auf das, was er tut, auch. Und bei Malern, die sich also bildnerisch äußern, vielleicht ganz besonders. Also ich bin kein abstrakter Maler, habe das zwar versucht, von meiner Lehre her, von meinem Lehrer her, an Trier, aber ich bin dann eines Besseren beraten gewesen. Innere Stimme hat gesagt, mach Schluss damit. Und was damals als Anachronismus galt, und seit der Zeit male ich etwas, das man erkennt, egal wie. Und diese drei Themen sind immer noch meine Themen. Aber wo es mir ankommt, ist, wie ich das Ganze mache. Und das ist entscheidend. Und im Laufe der Zeit, das kann man hier sehr gut sehen, gibt es sehr verschiedene Formulierungen für den gleichen Inhalt. Und diese Formulierung, lass mich das noch zu Ende sagen, ist vielleicht irritierend. Also mich irritiert es enorm. Ich habe Angst vor solchen Ausstellungen, weil 40 Jahre, das ist zum Glück nur 40 Jahre, das könnte aber auch 55 Jahre sein, denn so lange arbeite ich an Bildern. Da kommt natürlich einiges vor und es kommt viel Unverständnis darin vor, es kommt Missverständnis vor. Es gibt auch schlechte Bilder. Und am besten ist ein Künstler immer bedient, wenn er das frisch aus dem Atelier an die Wand hängt in der Galerie, dann muss er sich nicht verantworten für das, was er gemacht hat in der Vergangenheit. Bei solcher Ausstellung ist das nicht möglich, weil der Esser möchte natürlich das zeigen, wofür er Geld bezahlt hat, berechtigterweise, egal, was ich dazu zu sagen kann. Ich kann jetzt nicht sagen, hör mal, ich habe mich damals geirrt und nehme den Pinsel und überstreiche das. Also ich muss mich stellen. Ich bin ja sehr intensiv immer mit dem beschäftigt, was gerade anliegt. Und natürlich, das, was ich mache, hat immer zu tun, was ich schon gemacht habe in der Vergangenheit. Und hin und wieder kommen Dinge aus der Vergangenheit, die ich vergessen hatte. Nahezu vergessen habe. Die ziehe ich dann vor und die werden dann geprüft und die werden analysiert und daraus entstehen neue Arbeiten. Manchmal passiert das auch nicht, dann bleibt es lange verschollen. Und zum Beispiel, als ich angefangen habe mit diesen Remix-Bildern, habe ich ganz bewusst das betrieben, was ich jetzt gesagt habe. Also ich habe nicht chronologisch, sondern wie es gerade so kam, sage ich mal, Bilder genommen und habe die karikiert, habe die wiedergemacht. Nicht, weil sie schlecht waren damals, sondern weil sie wichtig waren in meiner Arbeit und für mich im Moment auch. Ob das vorteilhaft ist für die Bilder aus der Vergangenheit, dieses Remixen, kann ich nicht beurteilen. Aber bisher, meine ich, hat das schon einen Sinn gemacht. Und bei diesem konzeptionellen Vorgang, habe ich mich natürlich auch aus Unsicherheit, denn alles, was man macht, ist irgendwie mit Unsicherheit verbunden, versichert in der Geschichte, in der Kunstgeschichte, gibt es das schon. Und wenn es fatalerweise das gegeben hätte, hätte ich es nicht gemacht. Aber es hat es nicht fatalerweise gegeben, sondern immer nur seriöserweise. Dass zum Beispiel Edward Munch, den ich sehr von Anfang an verfolge, hat einfach seine Highlights mehrfach gemalt. Der zweite, mit dem ich mich sehr beschäftigt, ist Andy Warhol. Und er hat nicht gewusst, als er starb, dass er schon ein Alterswerk geschaffen hatte, denn er war relativ jung. Er hat seine Bilder negativ, von den Negativen, die er damals verwendet hat, Marilyn und dergleichen, hat er die Negative gemacht. Aber auch die sind formal vollständig anders und der Anlass war auch ganz anders. Also ich versuche möglichst nichts zu interpretieren, also nicht als Interpret tätig zu sein, sondern wirklich was neu zu entwickeln. Ist angetreten als Student, als Schüler und danach in Ostberlin zunächst, bin ich ja als Gesellschaftsdiener, so nennt man das, ein Künstler, ist wie jedes Mitglied der Gesellschaft dazu da, einen Beitrag zu liefern für diese Gesellschaft. Und im Osten hieß das Antifaschismus und so weiter. Und daran, an dieser Meinung, an dieser Doktrin nochmal, hatte niemand den geringsten Zweifel. Es gab höchstens Dehnungen, dass man die sagte, ja, sollte man die Kirche nicht auch einbeziehen und die Religion und so weiter. Und vielleicht auch dann die Bürger einbeziehen und vielleicht nicht auch Fidel Castro einbeziehen und so. Also Dehnung gab es, aber der
Grund, den er war, immer der gleiche. Und dann habe ich da eben diese mitgemacht als Student an diesem sozialistischen Prinzip. Und im Westen gab es dieses das sozialistische Prinzip nicht, aber es gab das Gegenteil davon, die totale Umkehrung, die sogenannte Freiheit. Mein Lehrer, mit dem ich heftigste Handrede, mit dem ich heftigste Auseinandersetzung hatte, weil ich wollte es immer wissen, auch in der Rede, sagte, was Sie da machen, ist Anachronismus. Alle Türen sind offen. Die Autos haben weiße Reifen inzwischen, sind amerikanisch und die Balkons sind bunt. Und wir leben in einer anderen Welt und wir beginnen gerade mit einer neuen Freiheit und so weiter. Und mir ging es ganz schlecht, weil ich hatte nichts zu beweisen. Ich hatte eine schlechte Wohnung, ich hatte nichts einzuziehen. Ich hatte sogar kurzzeitig einen Koma, ich fiel einfach um, weil ich nichts gegessen hatte. Also ich wusste von dieser Freiheit zwar um mich herum, aber konnte irgendwie nicht daran teilnehmen. Und das war einfach die totale Umkehrung vom Osten her. Irgendwann habe ich gesehen, dass das Ganze ein böswilliger Mensch erfunden hat, das mit der Objektivität und meinem Künstlerlicht überhaupt nicht zählt. Andere Künstler wussten es schon vor mir. Nur ich hatte einen schwierigen Weg, um das zu kapieren, was da gemeint ist. Das ist natürlich das Einfachste, wenn man sagt, man ist einmalig und man ist Künstler, das Einmalige ist erlaubt und du kannst alles rausnehmen. Du kannst ohne Hose in der Stadt rumlaufen. Du kannst alles machen, was du willst. Bravo. Also es begann ja so, ganz schlicht und einfach, ohne Hoffnung. Ich hatte also eine Reihe Bilder gemalt, damals noch in Berlin. Und eine Hoffnung, eines davon zu verkaufen oder loszuwerden, die war gleich null. Und es ging auch ein paar Jahre so mit null. Und dann ging es zum Notdürftig. Freunde rechts und links, die hatten schon ein bisschen Geld, weil der eine hatte Medizin studiert und wurde dann Assistenzarzt und so, kamen einige Sachen unter die Leute. Und zunächst war ein Haushaltsdenken gar nicht nötig, weil es blieb das meiste da. Also das Atelier war immer voll, oder wenn sie wollen, das Lager war voll. Und viele Umzüge haben stattgefunden mit diesem vollen Lager. Und erst ab 1980, durch den amerikanischen Kunsthandel hat sich das verändert. Und dann war es manchmal wirklich so, einfach zu spät, dass nichts mehr im Lager war von ganz bestimmten Dingen. Zum Beispiel, es gab einen Kunsthändler, der kam 1970 und hat 40 Heldenbilder gekauft für 20.000 Mark, von denen er 18.000 bezahlt hat, zwei Schulden. Aber es ist so ungefähr 400, 500 Mark das Bild. Das heißt, es war ein großer Erfolg. Und aber dann waren die Bilder weg. Und wenn jetzt auf Auktion sowas auftaucht, das muss man auch bedenken, ist der Künstler, selbst wenn er sehr viel verdient, zahlt er auch sehr viel Steuern, nicht in der Lage, das zurückzukaufen, weil die Preise sind zu hoch. Ich muss das ja mit dem, was ich einnehme, irgendwie in Einklang bringen. Und das funktioniert nicht. Weil in der Galerie Rohrbatsch, wie gesagt, kostet ein Bild, sagen wir mal, 200, 300 oder 400.000. Und in der Auktion kostet es dann ein paar Millionen. Wie soll das gehen? Also es geht nicht. Aber mir war eigentlich immer daran gelegen, dass die Sachen doch, die ich mache, dass die unter die Leute kommen. Man will sich doch, also jetzt ohne Zynismus, ich mache doch nichts. Für mich daher und sitze da auch, sondern ich mache doch etwas, um mich zu zeigen und um das zu zeigen, von mir aus, was ich geleistet habe oder kann. Und vor allen Dingen stehe ich ja einem starken Konkurrentendruck. Es gibt ja die genannten von Ihnen, Kollegen, die alle besser sind. Und jetzt muss man ständig sagen, nein, ich habe auch was zu sagen. Und aus diesem Ehrgeiz, entsteht ganz viel Positives. Irgendwann war ich, und ich denke viele andere auch, Künstler, nicht mehr bestimmt von der Besessenheit, dass es ein Ziel gibt und einen richtigen Weg dorthin. Dass eine Doktrin herrscht, der man nachhängen muss, die man befolgen muss. Und zu meiner Zeit, als ich anfing, das war eine sehr doktrin geprägte, ideologisch geprägte Zeit. Und
zum Beispiel sitzt dort ein ehemaliger Galerist bei dem Blog, der weiß genau, wovon ich rede. Es gab welche, die hatten Recht und andere, die waren, egal was sie taten, sagten auf der Verliererseite. Ich gehörte zu denen auf der Verliererseite, weil der Mainstream ging anderswo. Und das war natürlich nicht eine leichte Entscheidung. Man stellte sich einfach, man klammerte sich aus, weil es war ja eine Absicht. Nicht, weil ich nicht vermögend war im Kopf, habe ich nicht teilgenommen, sondern weil ich stur war und was anderes wollte. Ich wusste es sozusagen besser. Aber auch die Besserwisserei ist so ein Faktor, der zählt nur dann, wenn man Dokumente schafft, also wenn man Bilder malt, hat man nur gute Sprüche drauf und keine Bilder mehr. Dann kann man jederzeit die Kleider wechseln. Man hat ja vorher gar nichts an, so ungefähr. Und irgendwann, ich weiß es nicht mehr, ich würde mal sagen, es hat auch vielleicht mit der Biologie zu tun, vielleicht war es ab 50. Jahr. Irgendwann verlor sich, nicht durch Erfolg bedingt, sondern anders durch Denken, verlor sich diese Pression, diese Doktrin, diese ideologische Pression. Weil inzwischen tauchten Künstler auf neben mir, meist in Auktionskatalogen sieht man das dann, friedlich vereint, die mit dem Mainstream gar nichts zu tun hatten. Und trotzdem kosten die plötzlich Millionen und das tun sie immer noch. Also, letztlich hatte keiner recht, sondern jeder, der was anfing und was machte und je extremer weiter weg das war, umso besser, behielt recht. Und das ist bis heute so geblieben. Und das betrifft natürlich auch die eigene Arbeit. Die Umkehrung war ein ganz entscheidender Punkt, weil einfach eine Konvention wurde beiseite geschoben durch diese Umkehrung. Es war nichts als die Konvention. Ich habe immer nur geguckt, wo wird man eingeengt? Wo gibt es eine Konvention? Wo gibt es ein Verbot? Kann ich das wegtun? Das ist übrigens ein guter Leitfaden zum Arbeiten. Wenn man nur dahin guckt, sagt man, das macht man ja heute. Das sogenannte Sozialprogramm ist ja sowas Ähnliches. Betrifft nicht die Maler, aber betrifft das soziale Verhalten. Und mit den Remix, das erste Bild, typisch, würde man sagen, was ich geremixt habe, war die Große Nacht im Eimer. Weil die Große Nacht im Eimer ist eine ganz einfache Formulierung, eine sehr eindeutige Formulierung, die Farbe ist eine ganz einfache und so weiter. Ich habe einfach die Grundfarben, die da drauf sind, also dieses zum Beispiel Capomorto, da in so Büchsen und so Töpfen da zurechtgemischt, 4-5 Farben, habe den Leimer auf den Boden gelegt und habe ohne Foto, also ohne Reproduktion, das Ding aus dem Gedächtnis gemacht und es wurde, als dann aufgestellt habe, im heißen Italien, also übrigens, war das so eine Art Karikatur. Ich habe am Anfang gelacht, dachte, was ist das? Aber es funktioniert, plötzlich war es ein Bild und keine Karikatur. Das ist meine Frau und sagte, ja, ist okay, eine Freundin, ja, ist okay und so. Und so hat es sein Weg genommen. Also es wurde, sagen wir mal, willkürlich betrieben und dann vorsichtig vorgezeigt. Und ich male heute, um kurz noch mal Ihre Frage zu beantworten, verschiedene Dinge parallel. Es ist ja so, bleibt man bei den Künstlern. Die Künstler haben oft einen politischen Stoff, ein gesellschaftliches Anliegen, was sie behandeln. Und dieses gesellschaftliche Anliegen, dieser politische Stoff, beschäftigt sich meist mit der Vergangenheit, wo es leicht ist, den Guten zu spielen im Nachhinein. Ein Besserwisserei. Und in Deutschland ist es besonders übel, dieses Beschäftigen mit der Vergangenheit, weil als der Krieg zu Ende war, war ich 8 Jahre. Also ich wusste von der Geschichte, ich war betroffen von der Geschichte, aber ich konnte nichts dazu. Und ich habe nur das Verhältnis zu meinem Vater, sagen wir mal, die Verhältnisse zu dem Vater sind oftmals problematisch. Ob der nun in der Kirche war oder Nazi war oder irgendwas anderes, weiß nicht, problematisch sind sie oft. Wenn eine politische Belastung noch dazukommt, die allgemein in der Gesellschaft als Vorwurf gilt, sogar als Verbrechen, ja, dann ist es ganz leicht zu sagen, ade. Anders wie habe ich mich politisch eigentlich nie engagiert, außer dass ich gesagt habe, Kommunismus, Sozialismus ist ein großer Beschiss, ein großer Beschiss. Und da habe ich von mir selber gesprochen, weil ich habe es erlebt. Und da stand ich ziemlich alleine, weil die Gesellschaft wiederum, die sogenannten 68er,
Die waren ja alle Hippies zumindest. Und die waren israelfeindlich zumindest. Und amerikafeindlich und so weiter. Und das hat bis heute angehalten, weil die Leute haben zwar inzwischen weiße Haare, aber vernünftig sind sie nicht geworden. Oder weißer sind sie nicht geworden. Den Maler hat es furchtbar leicht, wenn er das, was sein Inhalt ist, das geht von der Geburt an, füllt sich der Kopf mit diesen Inhalten. Wenn er das benutzt, da kommt alles vor. Da kommt alles vor. Nur ist es sehr intim letztlich. Es ist sehr privat. Und wenn es privat genug ist, komischerweise interessiert es auch meist die Öffentlichkeit. Weil ich habe ja bald kennengelernt, amerikanische Künstler, zum Beispiel Rauschenberg, der ein bisschen älter war als ich. Und sozusagen, Trombley und die haben sozusagen eine normale Schule besucht, eine normale Ausbildung gehabt und haben aufgenommen, was in sie hereingestopft wurde und haben daraus was gemacht. Solche Einstellung, also so eine Aufnahmefähigkeit, so ein braves Verhältnis zum Lehrer, ist in Europa, in Deutschland eigentlich zu meiner Zeit niemandem gegeben gewesen, weil der Widerspruch war enorm, der begründete Widerspruch. Und das hat bei mir eine sehr heftige Renitenz erzeugt. Die habe ich eigentlich beibehalten, weil diese Diskussion ist ja immer noch nicht zu Ende. Also es gibt, egal wo man sie jetzt führt, ob am Stammtisch oder in der Öffentlichkeit oder wie auch immer, es ist einfach ein ständiges Thema. Aber es ist auch gut so. Denn wenn ich denke, wo kommen denn diese vielen interessanten Deutschen, er hat nur Teil gesagt, Künstler, österreichische Künstler, bitte nicht ausschließen, österreichische Künstler her, die kommen ja genau aus diesem Konflikt. Denn Franzosen habe ich lange keine gesehen, die auffällig wirken. Wirklich nicht. Italiener auch nicht. Meine Generation und danach eigentlich wurde es immer dünner. Und der Schulbesuch funktioniert in Amerika weiter. Aber auch da, muss ich sagen, ist es nicht ganz so interessant. Also es ist eigentlich wirklich so, dass der alte Stoff, die alte Geschichte, immer noch, Sie haben gesagt, am Köcheln gehalten wird, und es lohnt. Weil ja meine Bilder zum Beispiel auf dem Boden. Das heißt, ich ziehe mir jeden Morgen so wie ein Fliesenleger, so Kuckuck-Dinger auf die Knie, so Schützer. Und krauche dann 2-3 Stunden auf dem Boden. Und dass ich danach Probleme habe, wieder aufrecht zu gehen, ist verständlich. Weil ich bin einfach umsetzen. Aber was soll ich jetzt machen? Ich war in einer Dorfgespräch. Sie kennen Jacques Lewis, hoffe ich. Und ich war bei ihm im Atelier. Und er sitzt ja im Rollstuhl. Und ist eigentlich total erregt. Er kann zwar reden, mühsam, aber er kann seine Hände nicht bewegen und so weiter. Jetzt malt er Bilder. Riesige Bilder. Gute Bilder. Porträts, erkennbare Porträts. Nicht durch Projektion, sondern durch Handarbeit. Jetzt hat er, und es ist, uns hat er Gerätschaften an seinen Händen, an seinem Rollstuhl, wo er alles das, was arbeitsmäßig nötig ist, bewegt. Also das Riesenbild verschwindet in der Fußboden und da oben auf. Und dann malt er ein paar Zellen und Prismen, weil sein Radius reicht nicht weiter. Man kann nicht so machen wie ich, sondern er kann nur an diesem Blatt. Und dann hat er so ein System ausgedacht, wie er mit diesen Prismen, mit diesen Rastern sozusagen, eine ganze Leinwand füllt, ein Porträtähnliches oder ein Porträt malt für einen Freund. Und das finde ich unglaublich sowas. Wenn man den jetzt nach Alter fragt, übrigens, weil er ist ja eigentlich gar nicht mehr da in seinem Wunschkopf. Wisst ihr also, es spielt keine Rolle. Es spielt wirklich keine Rolle, wie alt man ist. Interessant ist, wenn man das Alterswerk, und das mache ich schon immer eigentlich, untersucht von anderen. Also ich war als Student an der Schule, musste ich Geld verdienen, da habe ich eine Ausstellung gemacht, Max Pechstein. Und zwar der frühe Max Pechstein. Und da der frühe Max Pechstein offensichtlich ein armer Künstler war, war der späte Max Pechstein auf der Rückseite der Bilder. Und da ich Werder war, konnte ich die Bilder anfassen und rumdrehen. Und da konnte man ganz eindeutig feststellen, dass der frühe Max Pechstein ein Brücke-Mitglied war und insofern ein interessanter Maler, für mich damals jedenfalls als Expressionist, und der späte nichts mehr taucht. Weil die Brücke hat sich aufgelöst und überhaupt nicht mehr.
Und dieses ist natürlich nicht angenehm, wenn man sowas sieht. Und das, jetzt kann man schlecht, kann man verhindern bei sich selber, dass man ein schlechter Maler. Aber wenn man es weiß, dass das sein kann, ist es eigentlich schon ein Schritt in die richtige Richtung. Also wenig saufen, wenn es geht irgendwie und so weiter und so weiter. Also diszipliniert sein und wirklich nicht nachlassen. Alles das, was da oben stattfindet, muss irgendwie zu Papier. Ich tüftle nach wie vor an Ölmodellen rum, die ich schon lange im Kopf habe, aber noch nie bewerkstelligt habe. Und mein neues, mein Projekt, an dem ich jetzt arbeite, ist, früher gab es unbewusst von mir nicht kontrolliert Probleme, indem ich alle Farben und Farben mit Weiß vermischt habe. Wenn man das tut, das kann man eben ansehen, das ist bewusst gemacht, wenn man das tut, hat man eine Harmoniesoße zunächst mal. Und die Kontraste muss man dann anders wieder einbringen, das kann man auch da sehen. Wenn man es bewusst macht. Wenn man es unbewusst macht, macht man was ganz Schlechtes. Und ich kann das selbst kontrollieren, weil ich sehe, meine Güte, woran hakt das Bild, warum ist das Bild so wahr? Alle Farben mit Weiß vermischt, passt. Dasselbe kann man natürlich tun, wenn man alle Farben mit Schwarz vermischt, sind die auch tot. Aber sie werden dunkel. Und das ist genau das, was ich jetzt mache, bewusst. Also ich male mein Adler von 1974 sehr dunkel. Das ist die Antwort. Es gibt einfach das ewige Schulbeispiel für die Talentprobe an Kunstakademien und anderswo ist Raphael. Raphaels Zeichnung, Raphaels Porträt, Raphaels Akt und so weiter als Basis. Picasso ist es nie geworden, zum Beispiel. Kandinsky auch nicht, sondern immer noch Raphael. Also es muss etwas geben, was einen Menschen befähigt, einen Kunststudenten befähigt, ein Gegenüber, ob das jetzt ein Porträt ist, ein Mensch, ein Aktenbaum, ein Stift, mit Hilfe eines Bleistifts, mit wenigen Strichen erkennbar auf das Papier zu bringen. Und wenn ihm das gelingt und der Nachbar sagt, das ist Tante Ilse, dann hat er Talent. Und mir ist das nicht gelungen, weil ich den Versuch verweigert habe. Als die Lehrer das von mir wollten, habe ich gesagt, nein, wie üblich. Ich habe einfach immer Nein gesagt. Und dann habe ich genial gespielt und habe die Karikatur gemacht. Das gehört auch dazu. Das Künstler darstellen, das geniale Spielen. Und irgendwann, ich habe ja auch Geschwister, zum Beispiel habe ich eine Schwester und die kann das. Weil sie hat das ohne Bruch, ohne Ideologie, hat sie einfach so gut sie gezeichnet, so gut sie konnte. Und sie konnte wunderbar, sie hat Talent. Und sie wäre nie auf die Idee gekommen, damit Bilder zu machen. Meine Tante Luise, Großtante Luise, die hat statt Fotoapparat, weil man früher reist hatte, bei einem Silberstift, bei einem Papierblock und kleine Tafeln für Ölbilder, hat diese Ölbilder gemalt von allen Besichtigungsorten in Österreich oder am See, wo sie war. Das ist auch Talent. Man kann es benutzen, aber es muss nicht sein. Wie wollen Sie zum Beispiel überprüfen, ob ein Baby musikalisch ist? Die meisten Kinder, die Klavier spielen lernen, können Klavier spielen, aber scheitern vollständig, weil sie einfach schlecht spielen. Also das ist zum Beispiel so eine Idee. Einen zu entdecken, der fantastisch Klavier spielt, das kann man gar nicht über die Klavierstunde, sondern das muss anders gehen. Nun ist es aber üblich geworden, dass man das mit der Klavierstunde bei uns macht. Zum Bildermalen. Man kann sich alles antrainieren. Wirklich alles antrainieren. Und ich habe gerade ein großes Erlebnis gehabt bei Andy Warhol, weil ich mich sehr damit beschäftige. Gibt es einfach frühe Zeichnungen von Andy Warhol. Und Andy Warhol war zweifellos begabt. Aber der hat alle technischen Hilfsmittel, die man eigentlich verbotenerweise als Künstler nicht benutzen darf oder benutzt. Also wenn ich in der Schule beim Zeichnen von Herbstrauch oder ein Blatt untergelegt hätte und das nachgezeichnet hätte mit der Lehrer und Stock als Stockdichte. Wenn ich ein Foto von meiner Schwester nachkontrolliert hätte, indem ich es untergelegt hätte und das Papier durchgebaut, hätte ich auch eine durchgelegt. Er hat genau das gemacht. Er hat Fotos genommen, hat die durchgebaut, hat sie projiziert und hat mit dieser Technik Matisse Zeichnungen gemacht, diesen traumhaften Schirm. Und hat ständig daran gearbeitet, wie er seinen Strich, seine Zeichnung
entpersonalisiert. Also wie er sie, sagen wir mal, anonymisiert durch Druckfertigkeit. Also das widerspricht auch dem Talent. Also, alle Wege, wieder für den Raum. Es ist vielleicht lustiger, ich bringe diese bekannten Beispiele, also wirklich, ich hatte einen Besuch von einem, der den Kira Verlag macht, ich weiß den Namen nicht mehr, ein Schweizer, vor 30 Jahren. Und wir haben in der Stadt, bei mir ich habe eine große Bibliothek, stand Picasso und drei. Und ich sage, ja, dieser Katalog habe ich mir auf Marx verlassen, stellt Picasso-Ausstellung, toll und so weiter. Dann sagt er, ja, wissen Sie, wie das war? Ich sage, keine Ahnung, ich dachte, ich wäre. Picasso war damals nicht sehr angesagt, dass das heute geläufig war. Also er war sogar verachtet und verpönt. Über 40 Bilder der Stadt Avignon geschenkt, die in dieser Ausstellung waren. Die Stadt Avignon hat Nein gesagt. Nicht Nein gesagt. Und das ist doch, irgendwie irre sowas. Denn heute würde dieselbe Stadt natürlich vieles noch geben, aber sie haben da was anderes. Also so kann es ganz einfach gehen, dass etwas, was ein Künstler sehr revolutionär, sehr progressiv vorangetrieben hat, irgendwann nicht mehr eingesagt ist. Das keiner mehr sehen will, weil die Neugier und das Leben läuft eben anderswo an. Das hat mit der Qualität, die man bei Picasso sieht, überhaupt nichts zu tun. Aber es gibt eben auch das Gegenbeispiel, zum Beispiel Dix, ist für mich immer noch nicht schlüssig geklärt. Dix ist einer der größten oder der größte Künstler in Deutschland gewesen in den 10er und 20er Jahren. Das weiß eigentlich jeder zumindest schon. Dann gab es diese furchtbare Nazi-Zeit, dann hat er diese mittelalterlichen altdeutschen Bilder gemacht in Landschaften. Das ist schon sehr schwierig, aber es ist durchaus zu verstehen. Dann kam der Krieg. Er ist Kriegsteilnehmer, dann kam die Gefangenschaft und dann gibt es aus der Gefangenschaft, französische Gefangenschaft heraus, die ersten prima gemalten, dickfarbigen, pastellfarbenen, klatschigen, religiösen Bilder, Selbstporträts und so weiter. Und diese Bilder gelten allgemein als schlecht. Und das ist bis heute eigentlich auch eine Mauer, die keiner überklettert. Aber es gab ja nicht nur bei Dix, sondern bei eben allen Künstlern in Deutschland angelegt in einem sogenannten Nachkriegsmalerei. Und die hat Dix dominiert. Das haben nur inzwischen alle vergessen. Also Dix war damals in den 50er Jahren der entscheidende Künstler, ich weiß es, weil er auch in Dresden an der Akademie war als Lehrer, der entscheidende Künstler für die deutsche Nachkriegsmalerei. Also etwas muss ja an diesen Sachen sein, gewesen sein zumindest, die wir heute nicht mehr sehen oder nicht mehr wissen wollen. Denn der frühe Dix dominiert. Wenn man das alles weiß als Künstler und eben darüber sinniert und analysiert und lamentiert, versucht dann irgendetwas dagegen zu machen, gegen dieses Ganze. Und da gibt es vielfältige